Ja, okay, ich arbeite nicht in Reihenfolge. Okay. Das könnte vielleicht sich als Problem herausstellen später. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, gestern habe ich ja schon meine Deko hochgeholt. Die steht quasi jetzt so neben euch. Die habe ich noch nicht verteilt. Das muss ich aber noch tun. Das Video dazu und was ich alles habe, verlinke ich euch gerne mal hier. Heute gibt es nämlich ein anderes Video. Heute, Moment, habe ich was ganz, ganz Besonderes besorgt. Ein Lebkuchen-Eisenbahn. Ich habe das noch nie gemacht. Ich mag auch eigentlich ehrlich gesagt keinen Lebkuchen, weil ich finde dieses Lebkuchengewürz, das schmeckt irgendwie scheiße. Es ist irgendwas in diesem Gewürz drin, was ich absolut nicht essen kann. Aber es sieht fantastisch aus, oder? Es sieht fantastisch aus. Und ich versuche mal, ob eine Erwachsene das heute hinbekommt. Und wenn ich doch zu blöd sein sollte, habe ich auch noch Hilfe im Haus. Ja. Süßer Bastelspaß mit bunten Dekorteilen, alle Teile essbar. Und ich scheitere gerade schon beim Deckel aufmachen, ehrlich gesagt. Ich sehe schon, wer ist ihr? Hier ist auch noch ein Klebeding. Ja, ich baue das ganz alleine auf und dann stelle ich mir das hin und dann habe ich auch eine tolle Deko. Und es gibt ja andere hier im Haushalt, die essen das dann auf. So, schauen wir mal, wie das verpackt ist. Ja, also dieser ganze Kasten kostet übrigens knapp 10 Euro. Und einmal Puderzucker ist drin. Das ist gut, das hat Wert von 85 Cent oder so. Zum Dekorieren einmal Chips, einmal so Gummibärchen. Ich gucke gerade, ob da Daten draufstehen, so Ablaufdaten, MHDs oder so. Nee. Stehen keine MHDs drauf, da müssen wir nochmal auf der Draußenverpackung schauen. So, hier habe ich noch richtige Lebkuchen. 30.04.2020. Hier steht ein Datum drauf. Ich muss aber sagen, hier sehen nicht alle schön aus. Also der weiße hier, ich glaube, ich kann euch gleich mal ein Foto machen. Der sieht extrem kacke aus. Oh, so. Auch eine ganz stinknormale Gummitiere. Aber die riechen sehr lecker. Ja, jetzt sind hier nur noch die fertigen Lebkuchenteile drin. Erst habe ich ja gedacht, meine Arbeitskollegin hat mir das ja übrigens gekauft und mitgebracht. Dankeschön nochmal dafür, dass man das vielleicht selber anrühren müsste und in Form gießen müsste. Und da habe ich echt überlegt, ob das denn vielleicht nicht doch ein bisschen irgendwie. Aber dann, als ich zu Hause war, habe ich gelesen, es sind fertige Teile. Also, hier hinten ist eine ganz genaue Anleitung drauf. Also, euch blende ich die Bastelanleitung, glaube ich, hier ein. Deswegen muss ich hier einmal herrutschen. Und ja, ich finde es relativ kompliziert eigentlich. Also was wir noch dazu brauchen, ist ein Eiweiß und einen Spritzbeutel. Weil den Kleber müssen wir also selber machen. Und jetzt steht hier einfach, ne, trennen Sie bitte zunächst die Lebkuchenteile 1 und 2 in A, B, C, D und Teil 3 in E, F, G, H, I. Ebenso Teil 4 in JKL und Teil 5 und 6 und 7 in die gezeigten Einzelteile bis zu dem Buchstaben W. Was zur Hölle? Das halt also in 28 Einzelteile brechen. Und ich glaube, ich muss mir nochmal einen Überblick verschaffen. So, mein Tisch ist komplett sauber. Das heißt, ich kann. Aber das riecht doch ganz gut hier, die. Es klebt aneinander, seht ihr das? Vorsichtig. Oh Gott, die kleben aneinander hier, seht ihr das? Was zur Hölle? Das ist natürlich schade. Ich habe eben die Eiweißspritzversuch hergestellt mit einem Eiweiß. Und dann stand hier drauf, Moment, ich finde es sofort. Eiweiß in eine Rührschüssel geben, aufschlagen und so viel Puderzucker zugeben, bis eine steife, feste Spritzglasur zum Dekorieren entsteht. Ja, und dann steht hier, ich soll es einfach in der richtigen Reihenfolge ankleben. Ja, machen wir ja. Alles easy. Ja, ich habe fast den ganzen Puderzucker hier reingehauen. So, auf jeden Fall zum Kleben brauchen wir Teil A. Und aber dieses große Ding.
Ja, und jetzt steht hier, ich soll hier Teil C auf A kleben und bitte sauber arbeiten. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich schneide mir jetzt hier ein ganz kleines Löchlein vorne ran. Quetsche das nach vorne. Und ich male hier einfach. So, ich habe es hier jetzt auch einmal aufgetragen. Das heißt, ich füge jetzt beide Teile zueinander. So, ich habe mir jetzt hier was davor gelegt, weil die ist jetzt wirklich nicht, also sie wackelt noch sehr stark, aber wir versuchen mal weiterzumachen. Und ich habe mich hier schon etwas belesen. Das heißt, wir brauchen Teil 3 und wir brauchen das F-Stück hiervon. Das heißt, ich schneide es mal eben raus. So, die Teile lege ich mir beiseite. Jetzt habe ich mir Teil F rausgeschnitten und Teil F muss hier auch rauf auf Teil A. Ihr kommt alle mit, oder? Das ist ganz klar. Chu-chu. Okay, jetzt habe ich sie wieder. Entschuldigung. Möchtest du mir helfen? Ja, ich möchte dir helfen. Als Tipp steht noch, ich soll ordentlich arbeiten. Dann hast du die Tür D jetzt angebaut auf diese Seite. Ja, okay, ich arbeite nicht in Reihenfolge. Okay. Das könnte vielleicht sich als Probleme herausstellen später. Du spritzt jetzt da vorne das hin, gerade hoch und dann nach in diese Richtung, nach rechts noch, weil da kommt dann die andere Seite, die andere Tür ran. Vom Führerhäuschen. Das ist B. Das ist A, so das B. Ah, hier B. Sind die, hier sind die Dinger. Die müssen wir noch durchstellen. Das ja, da sind ja auch Spuren drauf. Genau, das sind G. So, ich habe jetzt die zweite Tür fertig. Und jetzt steht es doch schon relativ von alleine. Das heißt, ich kann die hier ranmachen, aber ich muss hier noch eben spritzen. Das dürfen wir diesmal nicht vergessen. Richtig randrücken. Ja, ich bin aber dumm. Weil? Weil das muss hier rauf. Achso. Als nächstes kommen die Positionen G und H. Das sind diese hier, die noch durchgeschnitten werden müssen. Ja. Einmal hier an dem Strich und einmal da an dem Strich. Genau, dass die an der Tür und an der Kante hier unten sitzt. Da, genau, perfekt. Und die kann ruhig auch ein bisschen überstehen hinten. Die steht hinten über die Kante über. Genau. Dass die ordentlich dran sitzt. Kann man ruhig da reinstreichen, genau. So, das heißt, das nächste Stück auf die andere Seite. Genau, genau daneben. Ja. So wie es jetzt drauf liegt. Genau, so wie es jetzt drauf liegt. Genau, dass es vorne ein bisschen hier an der Seite, wo es losgeht, drüber steht. Okay, dann mache ich das drüber drauf. Ich finde auch ehrlich, das hat mittlerweile einen ganz guten Halt sogar. Ja, und so lassen, dann sieht man auch den Zuckerguss rausgucken an der Seite. Das ist doch schön. Und dann der Schniedel oben drauf, der hier. Mit der Rundung. Genau, und dann muss der hier noch oben drauf. Weil der hat ja diese Rundung. Wie das halten soll, das muss jetzt alles festgeklebt werden. Ja, genau. Tada! Die Lokomotive ist zur Hälfte fertig. Yay! Übertrieben cool. Gut, als nächstes kommen sechs Räder ran. Das heißt, drei Räder nimmst du dir und halbierst du jeweils. Okay, das sind... Genau, das sind jetzt drei Räder. Genau, einmal die schöne Seite und jetzt machen wir die verschnittene Seite. Genau. Hier sieht ja keiner. Ihr auch nicht. Montierst du auch immer so deine Räder ans Auto? Das lasse ich von dem Experten machen. Ich bin jetzt Experte. Im Räder montieren? Ja. Mit Zuckerguss. Mache ich in deinem Auto auch. Mit Zuckerguss. Nein, bitte nicht. Ich probiere es gleich mal. Warte mal. Ja, die Räder waren easy peasy. So, das heißt, yes, das Führerzughäuschen mit dem Vorderzug ist fertig. Ha? Sehr schön. Okay. So, den kann man beiseite stellen und trocknen. Und jetzt geht's weiter mit dem Teil, genau. Ja? Ja, das ist richtig.
Und die runde Seite nach oben, genau. Nee, aber die Teile werden rangeklebt. Die werden geklebt, ja? Nee, die werden. Und nach 20 Sekunden hält das. Boah, ist die nächste Seite. Nee, jetzt erst haben sie gesagt, erstmal die Dings hier. Das, genau, rechter Winkel. Erstmal eins der Teile. Damit es auf jeden Fall passt. Genau. Und damit wär's das mit dem Zusammenbau. Hab ich gut geholfen? Hast du gut geholfen, dankeschön. Und jetzt lassen wir das einmal komplett durchtrocknen, dass die Eiweißputzler so richtig schön hart wird. Und dann können wir anfangen mit dem Dekorieren. Und da haben wir hier ja dieses Dekorationsbeispiel. Müssen wir mal schauen, wie ich das hinkriege. Wahrscheinlich muss ich da dann nochmal die Spritzler, so die restliche, umtopfen, weil dafür brauche ich auf jeden Fall eine ordentliche Tülle, so wie ich das hier sehe. Und ja, dann sehen wir uns in 30 Minuten wieder, würde ich sagen. Da sind wir jetzt wieder. Das ist soweit fertig. Der Zucker ist getrocknet. Und ich kann aber nochmal erwähnen, dass ich das ja jetzt mit rohem Ei gemacht habe und dass ich da eigentlich kein Fan von bin. Aber ja, heute habe ich es mal benutzt und es geht halt wirklich am allerbesten. Wenn ich jetzt Kuchen backe oder so, dann nehme ich halt immer stattdessen Zucker oder Zitronensaft oder sonstiges. Und ja, ich habe die ganzen Plastikverpackungen mal einmal aufgemacht und habe mich schon mal so um mich herum drapiert, weil jetzt kommt es ja ans Schmücken ran. So, und daran orientiere ich mich natürlich nach meinem Bild. Es liegt hier auch. Und ich fange einfach mal oben an. So, schaut mal, hier habe ich jetzt Trick 17. Damit kann ich dann auch besser arbeiten. Und ich musste mal wieder die Tüte wechseln. Vielleicht kaufe ich mir ja doch mal richtige Tüllen und Spritzbeutel. Mhm. So habe ich die Reifen hier gemacht. Auf der anderen Seite mache ich sie genauso. So, genau. Und hier drunter soll ein Sternchen hin. Nee, ein Streuselsternchen. Hops. Und ein Sternchen. Okay, und das machen wir auf der anderen Seite ganz genauso. So, damit bin ich jetzt einmal erstmal zufrieden. Ich schiebe das hier ein bisschen beiseite, damit ich Platz habe für. Sieht schon echt süß aus mittlerweile, oder? Denkt man gar nicht. So, also einmal bis über die Räder. Das ist easy. Hübschi! Und genau, jetzt müssen wir die Sachen ankleben. Dann sind da die Pupsen auch alle drauf. Ich muss schon sagen, für eine Erwachsene ist es eine ganz schön undankbare Aufgabe, ehrlich gesagt. Und man braucht echt ein bisschen Geduld. So, auf den Schornstein vorne, also hier, müssen auf jeden Fall noch zwei Smarties. So, was fehlt uns denn noch? Hier ist noch eine leere Stelle. Und die habe ich jetzt eben dran geklebt. Und was machen wir hier hinten? Da sehen wir gar nichts auf dem Bild. Dann machen wir die großen daran. 5. Hält aber wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also hat schon seine Daseinsberechtigung. So, ich habe noch einen roten mit Zucker und einen ohne. Tadam! Ich habe die hier oben ran gemacht. Bin mir nicht sicher, ob das klug war. Aber jetzt hängen sie. So, ich habe noch super viele Smarties, also diese ganzen Lebkuchen, die hier stehen, die müssen hier hinten rein, das habe ich schon gesehen.
Und ich habe jetzt noch ein bisschen Zucker übrig. Das heißt, ein bisschen kann ich noch verteilen. Vielleicht wollen wir die Seite hier hinten noch machen. So, ich habe jetzt hier hinten zwei ordentliche Streifen gezogen und da werde ich noch ein paar Smarties ransetzen. So, kann man es lesen? Mira soll da drauf stehen. Finde ich sehr lustig. So. Ja, damit ist mein Meisterwerk fertig. Aber ich muss hier natürlich noch die anderen Lebkuchen reinmachen. Nein. Ich habe jetzt fast alles verbraucht. Ich habe hier leider noch ein paar Smarties übrig. Aber eigentlich sollte man das Dach voll Smarties machen, aber irgendwie fand ich das nicht so hübsch. Das Meisteranzuckerguss ist jetzt auch schon hart. Und vielleicht blende ich es ein. Ansonsten hier mal ganz kurz. Hier sieht man das Original. Und ja, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Hat jetzt aber auch für mich jetzt über eine Stunde gedauert. Die Beschreibung hätte etwas besser sein können, bin ich der Meinung. Also so ein 12-jähriges Kind alleine wird schon ein bisschen brauchen. Aber wenn Oma oder Mami bei ist, dann ist es gar kein Problem eigentlich. Und es ist jetzt auch echt hart und fest und kann man halt einfach so stehen lassen. Und ich muss mal gucken, wo ich ein hübsches Plätzchen finde, damit es dann auch hübsch zur Geltung kommt. Ja, wenn euch der Abzug gefällt und ihr auch einen haben wollt, dann müsst ihr dieses Video liken. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!